Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Tiefer Forschen. Ja, heute geht's um die berühmten Eiskernbohrungen. Mit ihr können wir angeblich in die Vergangenheit schauen und genau beweisen, dass CO2 unser Klima verändert. Wie zuverlässig diese Daten wirklich sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Die Luft, die jetzt vor tausenden von Jahren hier auf dem Planeten war, die ist archiviert und zwar im ewigen Eis, zum Beispiel in der Antarktis. Dort können wir in die Eisschichten reinschauen. Je tiefer, desto älter ist die Luft, die wir dort eingeschlossen finden und können dann die genaue Zusammensetzung bestimmen. Mit den dicksten Eisschichten können wir 800.000 Jahre in die Vergangenheit blicken und den CO2-Gehalt ziemlich akkurat bestimmen. Und hier sehen wir, dass sich der CO2-Gehalt im Laufe der Erdgeschichte durchaus ändert. Und zwar liegt das an Sachen wie, dass die Erde um die Sonne eher so in der Mitte Umlaufbahn wabert, zwischen eher rund und eher oval. Und dadurch kriegt die Erde mal mehr, mal weniger Sonne ab. So und durch noch andere Faktoren entstehen dann Sachen wie Eiszeiten oder Kaltzeiten, müsste man genauer sagen, und Warmzeiten. Durch diesen Blick in die Vergangenheit wissen wir, dass CO2 mit Klimaerwärmung zusammenhängt. Ja, das liegt unter anderem daran, dass CO2 in dem wärmeren Meer schlechter löslich ist. Es kommt mehr in die Atmosphäre und dadurch erwärmt sich die Erde zusätzlich, weil CO2 eben ein Treibhausgas ist. Ich lasse mal Mai auf ihre eigene Aussage hiermit antworten. Und das ist in dieser Verkürzung nicht ganz richtig. Diese extrem vereinfachte und einseitige Erklärung schiebe ich jetzt einmal darauf, dass sie für die Zuschauer es nicht unnötig kompliziert machen wollte. Trotzdem ist dies keine wissenschaftliche Sicht. Weder können wir durch Eiskernbohrungen in die Vergangenheit schauen, noch ist die vergangene Atmosphäre in diesem Eis archiviert. Ich hoffe, dass dies auch Mai bewusst ist und sie diese Sprache nur als Metapher verwendet, um die Methodik zu verbildlichen. Tatsächlich ist das Ganze aber bei weitem nicht so einfach. Mai hat Chemie studiert und ich denke, ihr ist das auch bewusst. Kurz zusammengefasst, worum geht es bei diesen Eiskernuntersuchungen? Nun, am Nordpol und am Südpol sowie auch in Grönland und ein paar anderen Orten ist es sehr kalt seit tausenden von Jahren. Dort schneit es ständig. Wenn der Schnee herunterfällt, dann schließt er dabei so kleine Luftbläschen ein, die dann vom weiteren Schnee bedeckt werden, der herunterfällt, und dann wird das Ganze zu Eis. Dadurch können wir jetzt an diesen Stellen bohren und solche Eisstangen entnehmen. Wir finden, je tiefer wir gehen, auch ältere Bläschen und können so das vergangene Klima zurückmodellieren. So ist zumindest die Theorie. Ich bin kein Paläontologe, aber als Laie hätte ich schon direkt viele Fragen, wie diese Methode jemals zuverlässig funktionieren könnte. Und als ich ein bisschen in die Literatur eingetaucht bin, habe ich schnell gemerkt, dass es einen Haufen Wissenschaftler gibt, die diese Eiskernbohrungen nicht für zuverlässige Datenlieferanten halten. Ich präsentiere euch jetzt einmal die Kernprobleme in der Reihenfolge, wie sie geschichtlich bemängelt wurden. Bereits im Jahr 1987 wurde im Nature eine Rückkalkulation des CO2 in der Atmosphäre mit Hilfe von Eiskernbohrungen von der Vostok Station am Südpol vorgenommen. Das Ergebnis zeigt, dass in den letzten 160.000 Jahren viele tausende Jahre das CO2 deutlich unter 200 Parts per Million lag. Das machte den Forscher Jaworowski skeptisch. Woraufhin er im Jahr 1992 das Paper Do Glaciers Tell a True Atmospheric CO2 Story veröffentlichte. Dort nimmt er Bezug auf die niedrigen CO2-Werte. Ich zitiere: Wenn das wahr wäre, müsste das Wachstum von C3-Pflanzen begrenzt auf globaler Ebene sein, da ihre Nettophotosynthese gedrückt wäre. Dies hätte zu einem Aussterben der C3-Pflanzen führen müssen. Ein solches Aussterben wurde von den Paläobotanikern aber nicht dokumentiert. So kamen die ersten Zweifel an den Eisdaten auf. Doch in derselben Arbeit fand Jaworowski noch weitere Probleme. Er vermutete, dass im Eis chemische Reaktionen stattfinden könnten, die das CO2-Verhältnis verändern würden. Dem wurde mit einer Studie im Journal of Glaciology ein Jahr später weiter auf den Grund gegangen. Diese kam zu dem Ergebnis, es gibt starke Beweise für chemische Reaktionen in Eis bei Temperaturen ab minus 32 Grad. Weiter heißt es dort, CO2 kann durch chemische Reaktionen zwischen Unreinheiten im kalten Polareis entstehen. Die Oxidation organischer Verbindungen scheint zumindest so wichtig wie Solarkarbonatreaktionen für die Produktion von CO2 zu sein.
Der Abbau von CO2 durch chemische Reaktionen ist theoretisch möglich, aber wir haben bisher noch keine eindeutigen Beweise für einen solchen Abbau in den Messungen in unserem Eis, in welchem Luftbläschen eingeschlossen sind. Also bereits vor über 20 Jahren hat man starke Zweifel daran gehabt, dass diese Methode zuverlässige Daten liefern kann. 2003 hat Schrödinger dann ein Paper in Geophysical Research veröffentlicht. Er bezieht sich auf weitere Studien, die belegen, dass die Art und Weise, wie die Luft in den Bläschen des Eis eingeschlossen wird, die eingeschlossene Konzentration beeinflusst. Die Fusion würde für eine Glättung der CO2-Kurven sorgen. Er kommt zu folgendem Ergebnis, dass zwar einzelne Jahresunterschiede im CO2 geglättet würden, der Glättungseffekt auf einer Jahrzehnteskalierung jedoch gering wäre. Im Jahr darauf kam jedoch eine entscheidende Arbeit von Friederike Wagner heraus. Sie belegte, dass sich die globale CO2-Konzentration auch durch Stomatalfrequenzen zurückmodellieren ließe. Das heißt, durch die Anzahl, die Dichte und Größe der Öffnungen von Pflanzen, durch welche sie CO2 aufnehmen und Wasser abgeben. Über mehrere Kontinente hinweg fanden verschiedene Rückmodellierungen große Übereinstimmung. Das Problem war jedoch, dass diese Rückmodellierungen nicht den Eiskernbohrungen entsprachen. Die Stomata-Daten gaben in den vergangenen Jahrtausenden höhere Durchschnittswerte für CO2 und stärkere Schwankungen in der CO2-Konzentration an, was zu einer großen Kontroverse zwischen den Verfechtern der Eiskernbohrungen und der Stomata-Daten führte. 2 Jahre später kam es jedoch zu einer entscheidenden Entdeckung, welche im Tellus B veröffentlicht wurde. Obwohl die Eis- und Stomata-Kurven so unterschiedlich aussahen, korrelierten sie doch stark miteinander. Mit einer natürlichen Glättungssimulation der Stomata-Daten konnte man die Daten der Eisdaten nachbilden. Man hat also die Stomata-Daten genommen und mit einem Modell, welches die natürliche Glättung von Eiskernbohrungen widerspiegeln sollte, diese dann geglättet. Danach sehen die Stomata-Daten aus wie die Eiskerndaten. Man schlussfolgerte, die Eiskerndaten geben zwar den generellen CO2-Trend richtig an, die Stomata-Daten zeigen aber die realen Schwankungen im CO2. 2008 kam dann eine Studie zu dem Schluss, dass diese natürliche Glättung der Eiskerndaten sich auch auf Jahrzehnte auswirken müsste. Ein Artikel im Environment International im folgenden Jahr legte noch einen drauf. CO2-Konzentrationen in Eiskerndaten entsprechen nicht ihrem atmosphärischen Ursprungszustand, da eine Auftrennung der Gaskomponenten in den Luftproben stattfindet und es zu chemischen Reaktionen kommt. Diffusion durch Mikrorisse und Gasflüssig-Festphasenveränderungen finden statt in den Eisplatten während des Bohrens sowie durch Druckabnahme von mehreren 100 Bar bis hinunter zu dem atmosphärischen Druck. Dieser viel zitierte Artikel verstärkte weiter die Unsicherheit, ob diese Eiskernbohrungen zuverlässig vergangene CO2-Konzentrationen wiedergeben können. Also da sind jetzt ein paar Punkte drin, die kann jeder sofort nachvollziehen. Stell dir vor, du liegst auf dem Boden und jemand legt sich auf dich drauf und nochmal jemand legt sich auf dich drauf. Irgendwann wird das ziemlich eng und unangenehm, weil es so ein Druck auf dir drauf liegt. Das ist eine Form von Energie, Lageenergie. Und auch wenn man sagt, im Eis, da ist nicht so viel Energie, trotzdem gibt es ganz viel Druck, da viele Eisschichten aufeinander liegen und dadurch die unteren Eisschichten ganz, ganz viel im Druck ausgesetzt sind. Und diese Druckenergie sozusagen kann natürlich auch wieder in chemischen Reaktionen münden. Das ist zumindest, was dieser Artikel schlussfolgert. Ein Review aus dem Jahr 2013 ging auf die neuesten Stomata-Daten ein und bekräftigte, dass die CO2-Schwankungen deutlich größer in der Vergangenheit waren, als die Eiskernbohrungen wiedergeben würden. Unter anderem konnten die Stomata-Daten den CO2-Verlauf der jüngeren Dürazeit plausibler erklären. Denn obwohl in den Eiskernbohrungen dort ein Kälterückfall zu beobachten war, war dies nicht im CO2-Gehalt gegeben. Dieser Rückfall ist in den Stomata-Daten jedoch zu finden. Das heißt, es gab eine Periode in der Vergangenheit, da wurde es auf einmal deutlich kälter und man würde ja erwarten, dass ja das CO2 auch runtergeht. Aber das ist in dieser Periode nicht passiert, zumindest nicht bei den Eiskernbohrungen. Allerdings können wir das in den Stomata-Daten sehen. Derselbe Autor verfasste im darauf folgenden Jahr ein weiteres Review im selben Journal, das die Stärken und Schwächen von Stomata-Daten und Eiskernbohrungen vergleicht. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Eiskernbohrungen grobe und generelle Trends wiedergeben könnten, aber die Stomata-Daten besser die atmosphärischen Konzentrationen in spezifischen Jahren aufzeigen könnten. Und hier konnte ich persönlich dann immer mehr und mehr diese zwei verschiedenen Lager in den Fachzeitschriften erkennen.
In den Geophysical Research Letters wurde dann 2014 jedoch von Ahn und anderen argumentiert, dass die große Übereinstimmung der Eiskerndaten von drei verschiedenen Orten für eine niedrige Glättung der Eiskerndaten sprechen. Da ein neues Modell zur Berechnung der Diffusion im Firnschnee auch mit einer geringen Glättung auskäme, sei ein unbekannter gemeinsamer Faktor in den Stromatal-Daten für deren Übereinstimmung verantwortlich. Also platt gesagt, es gab dann das eine Lager, das sagt, es gibt zwar eine Glättung, aber diese Glättung ist nicht so stark und die Stomata-Daten, bei denen stimmt etwas nicht, dass die alle zufällig auch dieselben Ergebnisse überall auf dem Kontinent haben, hat einen gemeinsamen, unbekannten Faktor. Die Spaltung der Lager schien sich 2016 zu vertiefen, eine Dissertation in den Niederlanden sah es genau umgekehrt. Die Arbeit erforschte die neuesten Ergebnisse im Bereich der Stomata-Daten. Inzwischen gab es haufenweise Studien und Experimente, die die verschiedenen Ausprägungen von Stomata in verschiedenen Pflanzen unter unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen testeten. Dies kombiniert mit immer mehr Fossilienanalysen, die miteinander in Übereinstimmung kamen, sprechen nach Ansicht von Hinke für die Zuverlässigkeit von Stomata-Daten und damit auch für sowohl höhere CO2-Werte wie auch stärkere CO2-Schwankungen als bei den Eiskernbohrungen. Im selben Jahr kam nochmal eine weitere Studie, die noch einmal verdeutlichte, dass die Eiskernbohrungen nicht in der Lage sind, bekannte, schnell auftretende klimatische Ereignisse wie das Bolling, Allorat, Interstitial, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, oder die jüngere Dira-Zahl nicht korrekt wiederzugeben. Die Studie schlussfolgerte wieder eine geringe Auflösung der Eiskerndaten, die schnellere Schwankungen über einzelne Jahrzehnte aufgrund der Datenglättung nicht aufzeigen könnte. Also mit anderen Worten, es gibt bestimmte Ereignisse, die ziemlich schnell stattgefunden haben in unserer Vergangenheit und diese Ereignisse werden in den Eiskerndaten meistens nicht so gut wiedergegeben. Fassen wir die ganzen Erkenntnisse noch einmal zusammen. Also am Nord-, Südpol und auch in Grönland können wir Eiskernbohrungen machen. Dabei erhalten wir Eisstangen, die dann einen Trend für CO2-Werte für die letzten 8.000 bis 10.000 Jahre wiedergeben. Allerdings wissen wir inzwischen, dass diese Trends nicht ganz akkurat die Vergangenheit wiedergeben, sondern diese Trends sind geglättet, auch die Höhe ist nicht ganz korrekt. Man geht davon aus, je näher man an der Gegenwart ist, desto akkurater werden sie. Wir wissen aber nicht genau, wie stark diese Glättung ist und wie stark diese Verzerrung ist und darüber gibt es Streit in der wissenschaftlichen Literatur. Auf der anderen Seite haben wir Stomatal-Daten. Anfangs waren diese Daten nicht sonderlich zuverlässig, weil das sind halt einfach bestimmte Öffnungen auf den Blättern, also auf versteinerten Blättern und wir haben die gezählt und gemessen, wie weit die auseinander liegen. Und wie dicht die verteilt sind und daran haben wir CO2-Werte festgemacht. Allerdings kann man natürlich durch Experimente und dadurch, dass man viel mehr Stomata sammelt, immer besser und besser nachvollziehen, wie sich Pflanzen entwickeln, wenn sie unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen groß werden. Und dadurch können wir dann natürlich immer exakter nachvollziehen, wie Stomata auf Pflanzenblättern aussehen, wenn bestimmte atmosphärische Bedingungen geherrscht haben und dadurch können wir natürlich jetzt auch exakter an bestimmten Orten zu bestimmten Zeitpunkten die CO2-Konzentration nachvollziehen. Und das ist jetzt der große Streit, welche Daten sind zuverlässiger und welche Daten haben welche Vorteile und welche Daten haben welche Nachteile. Ich bin da kein Experte, ich habe ein bisschen in die Literatur reingeguckt und kann das deshalb nicht beurteilen. Die Frage ist aber doch, wie diese große wissenschaftliche Diskussion im IPCC vertreten ist. Und da muss ich sagen, scheinbar nahezu gar nicht. Bei meiner Recherche konnte ich vom IPCC nahezu gar keinen Bezug zu diesem Thema finden. Das IPCC hält schlicht an den Eiskernbohrungen fest. Also vielleicht liege ich damit falsch. Und die haben doch was dazu geschrieben und haben ganz klar erklärt, warum die Eiskernbohrungen besser sind. Ich habe das aber in den Dokumenten des IPCCs nicht gefunden. Wenn ihr es gefunden habt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ansonsten würde mich von Mai oder von anderen Leuten einfach mal interessieren, wieso können wir diesen Eiskernbohrungen denn so genau vertrauen und warum sind die Stomata-Daten nicht vertrauenswürdig? Ich starte derzeit ein neues Projekt mit Sushi TV. Das Ganze nennt sich dann Klimakränzchen und da reden wir über aktuelle
Themen bezüglich des Klimawandels, besprechen aktuelle Zeitungsartikel oder sonstige Themen. Die erste Folge ist bereits draußen. Wenn ihr die sehen wollt, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung.